Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Herrlitschka, sehr geehrte Frau Mischenski, sehr geehrte Damen und Herren und ganz besonders geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter, ich darf Sie alle heute sehr herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz an der Fachhochschule Kärnten begrüßen und willkommen heißen. Wir wollen uns heute eine Bildungsinnovation vorstellen, welche gemeinsam mit unseren Partnern entwickelt wurde. Es geht da ganz besonders um unseren neuen Masterstudiengang Leistungselektronik, Englisch Industrial Power Electronic, welcher sehr spezifisch jetzt die Erfordernisse der zukünftigen Entwicklung einfach trifft und Bildungsangebote in diese Richtung schafft. Entwickelt wurde dieses Bildungsangebot gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Industrie. Da darf ich insbesondere Infineon, die Industriellen Vereinigung, aber auch ganz besonders die Silicon Austria Labs nennen. Das Land Kärnten war da ganz ein maßgeblicher Partner und Impulsgeber für diesen neuen Studiengang und natürlich als Bildungspartner die Fachhochschule Kärnten. Der neue Masterstudiengang startet erstmals im kommenden Wintersemester. Und das Besondere daran ist, dass dort zwei wesentliche Zukunftsthemen mit diesem Masterstudiengang adressiert werden. Das ist einerseits das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und das Thema Digitalisierung im Bereich der elektronischen Systeme. Und diese beiden Zukunftstrends versucht dieser Bildungslehrgang einfach zusammenzubringen und dort ein zukunftswirksames Angebot zu schaffen. Die Nachfrage nach den Absolventinnen und Absolventen ist jetzt schon sehr groß und wir freuen uns, dass wir die ersten Absolventinnen und Absolventen bereits im Sommer 2023 anbieten werden können. Vielleicht noch eine kurze organisatorische Anleitung dazu. Ich bitte die Journalistinnen und Journalisten, die Fragen bitte direkt dann in den Chat zu stellen. Und ich darf das Wort jetzt an den Herrn Landeshauptmann Peter Kaiser weitergeben. Und bitte, Peter. Danke, Herr Rektor, werte erfolgreiche Mitstreitende. Ich freue mich, dass wir heute diesen Anlass haben. Er fällt gerade parallel zur europapolitischen Stunde, wo wir über Digitalisierung mit Europaabgeordneten sehr engagiert diskutieren. Ich werde mich daher nach der Pressekonferenz sehr rasch wieder in den Sitzungssaal begeben. Ich möchte aber ganz kurz replizieren, warum dieser Entschluss so wichtig ist. Wir haben im Dezember 2017 einen Regierungsbeschluss des Landes Kärnten gefasst, dem wir dann im Mai 2018 ein Memorandum folgen haben lassen mit dem Ziel, Entwicklung eines neuen Studienganges Leistungselektronik oder Industrial Power Electronics, wie es bereits genannt wurde, im Englischen einzurichten. Eine Projektgruppe, die wurde bereits vom Rektor genannt, war erfolgreich. Neben der Stadt Villach und dem Land waren Fachhochschule, Industriellen Vereinigung, Silicon Austria Labs, Infineon und der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds dabei. Also einmal mehr ein Beispiel von regional und auch branchenmäßiger Zusammenarbeit über gewisse Grenzen hinweg. Und wir haben 2019 auch der Durchführung einer Bedarfs- und einer Akzeptanzanalyse das Euroneum Research mit dazu eingebunden, um auch für die notwendige Akkreditierung Datenmaterialien zu bekommen. Und geschätzte Damen und Herren, wenn man weiß, dass allein bei 12 Firmen, die daran teilgenommen haben, ein Bedarf in einer mittleren dreistelligen Größenordnung vonnöten ist und die auch gebraucht werden als neu Ausgebildete, dann war das, glaube ich, das schlagende Argument neben vieler erfolgreicher industriepolitischer Entwicklungen in unserem Bundesland, dass es gelungen ist, hier die Akkreditierung zu bekommen. Die Gesamtkosten, die wir vom Land auch mit hinein investiert haben, sind bei 423.000 Euro. Das ist gut zukunftsorientiert und ich glaube auch standortspezifisch wirksam investiertes Geld. Nachdem am 28. April dieser erfreuliche Beschluss der Akkreditierung gekommen ist, gibt es jetzt die Möglichkeit der Anmeldungen. Ich kann vor allem an alle jungen Menschen in Kärnten und darüber hinaus in jedem Bereich appellieren, dieses zukunftsorientierte Bildungsangebot unseres Bundeslandes, der Fachhochschule,
zu nutzen, die Garantie, quasi Garantie, dann auch adäquate Arbeit zu finden, ist gegeben. Ich denke, dass wir mit dieser Weiterentwicklung und diesem Zusatzangebot das Bildungs- und Ausbildungswesen in Kärnten einmal mehr entscheidend stärken, dass wir weitere Anbindungen für einen Bildungshub Kärnten damit auch gefunden haben und dass aus meiner Sicht die Matura mit Lehre, Lehre mit Matura, Lehre mit Studium ergänzen eine weitere hoch nachgefragte Studienrichtung mit Anbindung an das Praktikum, glaube ich, etwas ist, was uns allen sehr, sehr gute Zukunftschancen bietet. In diesem Sinne gäbe es keine bessere Gelegenheit, als im ersten Stock wird über Digitalisierung auf europäischer Ebene debattiert. Wir handeln hier im Erdgeschoss und das macht mich heute sehr, sehr glücklich und zufrieden. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Als nächstes darf ich das Wort Herrn Bürgermeister Günter Albel, der ganz auch ein maßgeblicher Partner bei der Entwicklung dieses Bildungsangebotes ist und war, das Wort weitergeben. Herzlichen Dank, Herr Rektor Kranig, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreter, darf Sie auch sehr, sehr herzlich begrüßen. Ja, das Masterstudium Industrial Power Electronics ist der nächste ganz wichtige Schritt, um vielfach auf der internationalen Hightech-Landkarte auch positionieren zu können. Es zeigt, wie konsequent wir in vielfach mit den drei Säulen Industrie, Lehre, Forschung arbeiten und diese auch vorangetrieben haben. Beim Thema Industrie darf ich darauf verweisen, dass ja in vielfach in den vergangenen Jahren mehr als 2 Milliarden Euro in den Hightech-Standort investiert worden sind. Natürlich allen voran die Mega-Investition von Infineon, die ja nicht nur für den Standort Villach oder Kärnten oder Österreich ganz wesentlich waren, sondern in Wahrheit für ganz Europa ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Beim Thema Forschung verweise ich darauf, dass Villach ja als einer von drei Standorten der bundesweiten Forscherinitiative Silicon Austria Labs festgelegt wurde. Mit dem Bau des neuen Forschungsgebäudes wurde ja bereits im März begonnen. Nur wenige Meter übrigens neben der Fachhochschule. Und hier werden in den nächsten Jahren an die 200 Forscherinnen und Forscher auf Weltniveau grundlegende Fragen der Digitalisierung nachgehen. Und beim dritten, beim Thema Lehre, ist es nun daran, das Masterstudium Industrial Power Electronics, also Leistungselektronik, in Villach zu etablieren, dass einerseits die Zahl jener Menschen, die über eine FH-Ausbildung in Villach ihren Weg ins Berufsleben starten, weiter steigen zu lassen. Aber vor allem geht es darum, perfekte Ausbildung für Studierende etablieren zu können und gleichzeitig die perfekten Abgänger dann auch für die Industrie, die ja natürlich eine große Nachfrage hat, bieten zu können. Und für das Maßnahmen zur Festigung und Internationalisierung des Hightech-Standortes gehen aber darüber hinaus auch über das Genannte noch hinaus. Mit der Initiative zum Beispiel Welcome to Villach zeigen Industrie, Tourismus und Stadt gemeinsam die Vorzüge des Standorts, um auch zusätzliche Fachkräfte, aber auch in Zukunft zusätzliche Studentinnen und Studenten holen zu können. Und auch die Stadt, auch wir haben unser Image und unseren Markenprozess völlig neu überarbeitet mit der Hilfe eines ganz weltweit anerkannten Experten, Ernst Primosch, haben wir das Image geschärft. Na, ganz einfach, weil für uns es wichtig ist, die Positionierung als Stadt im internationalen Rang auch darlegen zu können. Unser Claim im Übrigen grenzenlos ist ein sehr mutiger Schritt, denn damit bekennen wir auch, dass Villach auch grenzenlos in seinem Denken ist. Ein richtiges Zeichen in dieser Zeit. Die Arbeits- und die Wirtschaftswelt ist international und Villach denkt auch international. Und dass unser Weg einen über Industrie, Lehre und Forschung aufgebauter Standort richtig ist und dass wir Hightech-Stadt sind und auch viel dafür tun, das zeigen zwei Zahlen, die ich Ihnen abschließend auch gerne mitgeben möchte. In Villach arbeiten bereits 17% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Hightech-Bereich. Das ist ein Wert österreichweit einer der höchsten. Vergleich in Kärnten im Schnitt liegt dieser Wert bei 6-7%.
Und die zweite Zahl, die ich Ihnen gerne mitgebe, ist, der Landeshauptmann hat es ja auch schon angesprochen, wenn wir über Brain Drain sprechen, so dürfen wir ihn vielleicht darauf verweisen. Und wir wissen, dass jeder dritte Student nach seiner Ausbildung nach Villach zurückkommt, um hier beste, ausgezeichnete Life-Work-Balance-Möglichkeiten zu finden. Das zeigt, dass der exzellente Weg und Kooperation mit Industrie, mit Forschung, mit Lehre, mit der Fachhochschule, mit den großen Unternehmen in unserer Stadt der richtige ist. Und wir sind in dieser Frage gut unterwegs. Das Masterstudium Industrial Power Electronics wird uns in dem Bemühen, dass wir als Stadt gemeinsam mit unserem Partner gehen, bestärken. Und da wird schon allen gratulieren, die hier erfolgreich an dieser, an diesem neuen Masterstudium gearbeitet haben. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Als nächstes darf ich an den Studiengangsleiter, Herr Michael Glavanovic, weitergeben. Bitte. Dankeschön. Ich begrüße, können Sie mich hören? Ja, wir hören sehr gut. Ich habe gerade eine Fehlermeldung bekommen. Also, ich begrüße die Damen und Herren von der Presse, die leider unsichtbaren. Tut mir leid, dass wir das so machen müssen. Ich bin vielleicht nicht so bekannt wie die anderen, deswegen darf ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin seit 30 Jahren in der Elektronikindustrie und der technischen Hochschullehre unterwegs, davon über 20 in Villach bei Infineon Austria und am Kompetenzzentrum für Automobil- und Industrieelektronik, im Forschungszentrum der Infineon. Und seit 12 Jahren trage ich als Lektor an der Fachhochschule natürlich Leistungselektronik vor. Wurde dann 2019 eingeladen und berufen, als wissenschaftlicher Leiter der Entwicklung dieses Studienganges beizustehen. Wir haben ein sehr gutes österreichweites Team zusammengestellt mit den Nachbaruniversitäten Graz und Innsbruck und unseren Partnern aus der Industrie und haben den Antrag für die Akkreditierung des Studiengangs 2020 an die Austrian Quality Agency gestellt und sind also seit April 2021 voll akkreditiert. Deswegen, wie schon erwähnt, können wir im Oktober tatsächlich loslegen. Parallel dazu sind wir natürlich dabei, die Inhalte zu entwickeln und die Lehrveranstaltungen. Es ist ein internationaler Studiengang, wie schon erwähnt. Die Vorlesungen und Lehrveranstaltungen finden zu 100% in englischer Sprache statt. Deswegen haben wir auch sehr viele internationale Bewerber. Das Ziel wurde schon erwähnt, die Arbeitskräfte, die zukünftigen Expertinnen und Experten für Leistungselektronik nach Villach zu bekommen und natürlich zum Bleiben zu bewegen. Das ist ja klar. Und für die Inhalte kann ich Ihnen ganz schnell grob erzählen, wir haben drei Schwerpunkte gesetzt. Erste natürlich liegt mir am Herzen die wissenschaftlichen Grundlagen auf durchaus akademischem, universitärem Level. Unser klares Ziel ist hier nicht nur einen Weiterbildungslehrgang zu bieten, sondern einen vollen Masterstudiengang, der rechtlich und auch inhaltlich befähigt zur Fortsetzung des Studiums als Dissertant an einer technischen Universität. Wir haben in den parallelen anderen technischen Studiengängen durchaus schon Erfolgsgeschichten von Kolleginnen und Kollegen, die an der Fachhochschule Kärnten absolviert haben und sich dann als Dissertanten in Graz, in Wien bewährt haben. Dort wird es in den Grundlagen, also natürlich um Prinzipien der leistungselektronischen Energiewandlung und der klassischen Elektrotechnik gehen und Mathematik, Physik, Halbleiterphysik, Grundlagen der Halbleiterbauteile, Regelungstechnik, spröde Themen, aber Themen, die in seinem Studium drinnen sein müssen. Teilweise werden die online angeboten werden, weil es ist ein berufsbegleitender Studiengang. Wir haben also jetzt in den ersten Anmeldungen schon sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die fix eine Arbeitsstelle haben und die sehr froh sein werden, wenn wir die Präsenzlehrveranstaltungen am Freitag, am Samstag abhalten. Die werden hauptsächlich dazu dienen, den zweiten Schwerpunkt zu bedienen, die praktische Ausbildung. Stärke der Fachhochschule ist natürlich die Praxisorientierung, die Zusammenarbeit mit der Industrie. Wir werden ausführliche Laborveranstaltungen, Laborübungen haben, Messtechnik-Seminare, Leiterplatten, Systemdesign, also Hands-on-Entwicklung mit externen Lektoren aus dem industriellen Bereich und aus den Forschungszentren, also vom Herrn Kral, den Sie nebenan sehen, und von mir, die uns da helfen werden, die Leute möglichst schnell auf eine professionelle Karriere vorzubereiten, aber auch Soft Skills, Projektmanagement, Präsentationstechnik, wissenschaftliches Schreiben und was wir weiters eingeführt haben, eine Projektorientierung, die schon im zweiten Semester beginnt.
großer Block von Industrieprojekten, die die Studierenden entweder schon mit ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz unter wissenschaftlicher Betreuung der Fachhochschule durchführen sollen, im dritten Semester im Systemdesign konkrete praktische Projekte abwickeln, was bauen auf gut Deutsch. Ja. Und damit wollen wir also vorbereiten für den krönenden Abschluss, die Masterarbeit, die selbstverständlich auch in der Industrie durchgeführt wird und für uns zur praktischen Ausbildung gehört, weil der Großteil unserer Masterarbeiten an der Fachhochschule schon seit vielen Jahren praktische Forschungsprojekte sind, die also in einem Messverfahren, in einem Versuchsaufbau, in einer Schaltungsentwicklung für die Industrie enden. Und als dritten Schwerpunkt natürlich die fachliche Vertiefung in die Leistungselektronik, in die Anwendungen, in die Schaltungstopologien, elektrische Antriebe, E-Mobility, alternative Energien, Energiequellen. Da wird es Vorlesungen geben, aber auch Seminare mit Gastvortragenden. Da ist die Gelegenheit, uns von unseren Industriepartnern, die sich hier interessiert haben, AT&S, AVL, Extron, Fronius, Magna, um nur einige zu nennen, die alle sich committed haben, uns da Experten, Expertinnen zu schicken, die uns diese Sachen lebendig vortragen werden. Und als letztes auch noch ein zweiter Soft-Skill-Block mit Management-Skills. Wir gehen davon aus, dass unsere Absolventinnen sich in Richtung Führungspositionen entwickeln, daher persönliche Entwicklungsplanung, Leadership, Organisationskultur, trockene Themen wie Risikoanalyse und Change-Management. Sie sehen, wir haben ein breites Spektrum zusammengestellt, das sich aber um die Leistungselektronik als Kern dreht. In vielen Universitäten ist die Leistungselektronik ein Anhang der Antriebstechnik der klassischen Maschinen. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wer zu uns kommt, wird natürlich ein gutes Stück Halbleiterphysik, Halbleiterbauelemente, leistungselektronische Komponenten mitbekommen, aber auch im Wesentlichen sie mit den Anwendungen auseinandersetzen. Ja, damit habe ich Ihnen viel erzählt über die Inhalte. Nochmal kurz, was schon erwähnt war, die Bewerbungen laufen. Wer sich noch bewerben möchte, hat die Möglichkeit bis 30. September, weil am 1. Oktober geht es los. Also für EU-Bürger ist die Bewerbung bis zum letzten Moment möglich. Für andere ist es dringender wegen der Visumfrage, aber wie gesagt, wir haben auch internationale Bewerbungen. Wir haben bereits 12 fixe Zusagen gegeben, davon sind 5 Frauen, was mich besonders freut. Also wir haben 40% Frauenanteil unter den erfolgreichen Bewerberinnen. Und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Dankeschön. Damit gebe ich weiter an die Frau Claudia Mischenski, Geschäftsführerin der Industriellen Vereinigung Kärnten. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Vormittag, wenn ich das aufnehmen darf, in den digitalen Raum. Freue mich, dass wir heute wirklich eine so positive Information haben und alles andere als spröde, Herr Glavanovic, wie Sie es bezeichnet haben. Es war für mich in der Begleitung wirklich beeindruckend zu sehen, wie breit die Anwendungen in der Leistungselektronik sind. Und es handelt sich dabei wirklich um einen Kernbereich, denn wenn es darum geht, die elektrische Energieeffizienz zu steigern, dann braucht es Leistungselektronik. Und damit gibt es sehr breite Anwendungen in der Kärntner Industrie- und Technologiebranche. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums wirklich ein reiches Betätigungsfeld vorfinden werden. Um Ihnen einige Beispiele zu geben, wo es denn Anknüpfungspunkte gibt, da haben wir zum einen die sehr starke und wertschöpfungsmäßig an der Spitze in Kärnten stehende Elektronikbranche, die genau punktgenau in diesem Bereich tätig ist. Wir haben aber auch, und das ist extrem wichtig und spannend, das Thema der erneuerbaren Energie mit den Unternehmen im Bereich der Windkraft und der Photovoltaik. Wir haben den großen Bereich der Fahrzeugindustrie, des Zulieferbereichs mit deren Fokus auf der E-Mobilität, die viele Anknüpfungspunkte bildet und nicht zuletzt innovative Energieversorger, die gerade Vorreiter in ihrer Branche sind und wo es extreme Anknüpfungspunkte gibt. Das heißt, wir haben zum einen schon heute ein sehr spannendes Umfeld, aber wir wollen ja noch höher hinaus, wir wollen größer denken und aus dem Grund möchte ich mich vor allem den Vorrednern auch anschließen. Wir sind überzeugt davon, dass mit diesem Masterstudiengang ein weiterer wichtiger Baustein für Kärntens technologische Zukunft gesetzt wird. Das, was wir brauchen, sind zukunftsfitte Unternehmen, die am Standort investieren und diese Unternehmen brauchen Voraussetzungen und die wohl wesentlichste Voraussetzung, und wir kennen das alle aus den Diskussionen jetzt, ist das Vorhandensein von gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dazu leistet dieser Masterstudiengang wieder einen wesentlichen Beitrag.
Und ich meine, dass auch der Zeitpunkt des Studienstarts nicht besser sein könnte. Denn wenn wir alle noch den Wirtschaftsbericht des Landes und die Analysen präsent haben, so geht es darum, die Stärkefelder Kärntens weiter auszubauen. Die Leistungselektronik ist so ein Stärkefeld Kärntens. Da kann es und gelingt es uns, international Sichtbarkeit zu erreichen. Und genau wie es schon angesprochen wurde, es geht immer um den Dreiklang. Wir brauchen Forschungseinrichtungen, wir brauchen Bildungseinrichtungen und wir brauchen vor allem die Unternehmen, die es dann umsetzen. Wir freuen uns schon sehr darauf und werden mit dem IV-Netzwerk und unseren Unternehmen diesen Studiengang jedenfalls sehr unterstützen. Herzlichen Dank und ich darf jetzt weitergeben an dich, liebe Sabine Herletschka. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Schönen Vormittag in die Runde. Das Studium Industrielle Leistungselektronik ist ein höchst zeitgemäßes Studium. Oder, um es auf Neudeutsch zu sagen, ein Studium mit Purpose. Und ich gebe ein Beispiel für die zwei ganz zentralen Anwendungen. Das eine, Leistungselektronik im Bereich des technologischen Beitrags gegen den Klimawandel. Das zweite, ganz sicherlich bei der Digitalisierung. Um es etwas konkreter zu machen, wo hilft die Leistungselektronik als Beitrag, als technischer Beitrag gegen den Klimawandel? Wenn man sich heute anschaut, traditionelle Energiegewinnung, Übertragung, bis schlussendlich die Energie am Endgerät ankommt, verliert man 75%. 75% der Energie gehen auf diesem Weg verloren. Wenn man koppelt erneuerbare Energiegenerierung, intelligente Schaltung und Transport von Energie und sich dann anschaut, was am Endgerät ankommt, dann verliert man nur 25%. Man kann 75% der Energie nutzen im Vergleich zu nur 25% im vorigen Beispiel. 75% der generierten Energie dann wirklich zu nutzen, kann auch noch nicht das Ziel sein. Deswegen ist auch hier noch weiter Forschung notwendig. Aber es zeigt, wie wesentlich die Leistungselektronik dazu beitragt, Neudeutsch Purpose, tatsächlich Beiträge, konkrete Beiträge zu leisten, um technische Antworten zum Beispiel gegen den Klimawandel anbieten zu können. Beispiel Digitalisierung ist auch so eines. Wir hatten letztes Jahr während der Corona-Pandemie zwischen Februar und April 40% mehr Internetaktivitäten, Internet-Traffic. Auch dabei ist die Leistungselektronik ganz wichtig, weil auch dabei trägt sie dazu bei, die Energieverluste zu reduzieren, die Digitalisierung noch besser zu ermöglichen und damit umgerechnet auch CO2 reduzieren. Das heißt, Leistungselektronik ist eine Technologie, die dazu beitragen kann, Dekarbonisierung bei uns in der Gesellschaft voranzutreiben. Und ich gebe auch ein Beispiel bezüglich der Anwendungen. Wir als Infineon sind ganz wesentlich daran beteiligt, und tragen dazu bei, auch Energieeffizienz zu erhöhen. Leistungselektronik ist eines unserer Schwerpunktgebiete. Und entsprechend mit unseren Produkten tragen wir dazu bei, dass rund in 50% der weltweiten Serverfarmen unsere Energiesparchips, Leistungselektronik basiert, unsere Energiesparchips vertreten sind. Oder unter den Top 10 Herstellern von Windkraft und Solaranlagen sind unsere Leistungselektronik oder Energiesparchips vorhanden. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle auch zu sagen, es ist schon angesprochen worden, wir setzen derzeit die größte Investition auf privatem Gebiet in Österreich um. 1,6 Milliarden, die investiert werden in den Ausbau unserer Hightech-Produktion und auch in den Ausbau der Forschung. Das wesentliche Element dabei ist Leistungselektronik-Anwendungen. Und auch daraus zeigt sich schon, dass das hier hochattraktive Chancen darstellen kann. Wir haben im Moment 170 offene Stellen. Also auch in Zeiten, wo wir Peakzahlen haben von Menschen in Arbeitslosigkeit, Menschen in Kurzarbeit. Bei Infineon
und in vielen Bereichen der Industrie, in diesen technisch fortgeschrittenen Anwendungsfeldern, geht auch jetzt was. Und deswegen auch das unterstreicht die Bedeutung von einem Ausbildungsfeld wie Leistungselektronik, industrielle Leistungselektronik, weil es einfach zeigt, wie attraktiv die Chancen sind für junge Menschen oder Menschen, die sich hier in diese Richtung weiterentwickeln wollen und damit einen Beitrag zu den großen und brennenden Fragen der Gesellschaft leisten wollen. Ich möchte abschließend auch noch einen Punkt hervorstreichen, der punktuell schon gekommen ist. Dieses Studium an der Fachhochschule in Kärnten ist schon im Konzept und im Design sehr besonders und sehr herausragend. Und die besondere Kombination neben der inhaltlichen Exzellenz liegt auch daran, dass wir viele Unternehmen im Umfeld haben, wo dann unmittelbar auch dieser konkrete Austausch möglich ist. Geht es um Praktika, geht es dann schlussendlich um die Abschlussarbeiten. Diese enge Interaktion ist einerseits sehr spannend, andererseits bereichernd und bringt auch wirklich viel im Sinne der Ausbildung. Und deswegen ist es hier auch eine Fokussierung, die wir haben. Und auch das ist etwas, was das Studium hoch attraktiv macht. Abschließend möchte ich vor allem auch allen Partnern danken. Wir haben die Diskussion zu dem Studium begonnen vor 2 Jahren etwa, als wir auch die Investition bekannt gegeben haben und in die Gänge gekommen sind. Ich glaube, es ist ein hervorragendes Beispiel, wie man sieht, wie gemeinsame, konzertierte Aktivitäten, in dem Fall die große Investition bei uns, weitere Forschungsaktivitäten gekoppelt mit Bildungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen hier wirklich diese notwendige kritische Masse schaffen kann, um auch wirklich weiterzukommen. Daher herzlichen Dank an das Land Kärnten, an die Stadt Villach, an Silicon Austria Labs, an die Fachhochschule ganz zuallererst, an die Industriellen Vereinigung und an alle anderen, die darüber hinaus auch noch beigetragen haben. Und ich freue mich sehr auf die vielen tollen Lebensläufe, die dann auch schon resultieren werden und diese fantastischen Chancen dann auch wahrnehmen können. Vielen Dank, Frau Herrlitschka, für die eindrucksvolle Schilderung der zukünftigen Betätigungsfelder der Absolventinnen und Absolventen. Ich darf jetzt dann Herrn Rudolf Krall weitergeben. Er ist der Leiter für den Bereich Industrieelektronik bei den Silicon Austria Labs. Und bitte. Ja, herzlichen Dank. Auch einen schönen guten Morgen, guten Tag von meiner Seite an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herr Granig, wie Sie richtig gesagt haben, Silicon Austria Labs hat einen Schwerpunkt Leistungselektronik, der in Villach verankert ist, einen Steinwurf entfernt vom Campus der Fachhochschule Kärnten. Also wir haben ja auch sind wir sehr nahe zueinander, was ja uns auch ermöglicht, da auch wirklich eng miteinander zu kooperieren. Ich möchte jetzt aber lieber ein bisschen über die Zukunft der Leistungselektronik sprechen, und es ist in den Vorrednerinnen und Vorrednern bereits gefallen. Also die Herausforderung in Zukunft der Leistungselektronik ist eng gekoppelt an unsere zukünftigen gesellschaftlichen Fragestellungen wie Energiewende, wie Mobilität, Elektromobilität, der Bereich der Elektrifizierung und Digitalisierung. Hier wird die Leistungselektronik eine ganz entscheidende Rolle spielen. Was ist die Leistungselektronik? Einfach formuliert, die Leistungselektronik befasst sich immer mit dem Schalten, mit den Steuern und Umformen von elektrischer Energie und der Einsatz von elektronischen Bauelementen. Das Ganze soll natürlich sehr effizient erfolgen. Wir wollen ja nicht Wärme produzieren, wir möchten ja die erzeugte Leistung möglichst effizient an den Verbraucher weitergeben. Als Beispiel Elektromobilität. Wo kommen hier typische Umformungsprozesse zustande, wo Leistungselektronik ein zentraler Schwerpunkt ist? Die Batterie muss aus dem Netz geladen werden. Das Netz ist typischerweise ein Wechselstromnetz. Die Batterie braucht Gleichspannung. Hier muss das leistungselektronische System den Wechselstrom in einen Gleichstrom umwandeln, um ihn in der Batterie speichern zu können. Im nächsten Schritt, im Betrieb des Elektrofahrzeuges, muss der Strom aus der Batterie an die Antriebsmaschine weitergegeben werden, was typischerweise wieder ein Wechselstrommotor ist. Auch hier kommt es wieder zu einem sogenannten Umformungsprozess. Das muss natürlich sehr effizient
passieren, muss aber auch auf sehr kleinem Bauraum geschehen. Und zusätzlich, speziell in Elektromobilität, sind auch Gewichtseinsparungen sehr essentiell, weil jedes eingesparte Kilogramm wirkt sich positiv auf die Reichweite des jeweiligen Elektrofahrzeuges aus. Angesprochen wurde, die Energieformen wie Wind, Sonne zur Stromerzeugung wäre nicht möglich ohne den Einsatz von leistungselektronischen Systemen. Ich möchte auch noch einen ganz wichtigen Bereich nennen, das ist die Energieversorgung von Datenzentren und Rechenzentren. Das ist mittlerweile ein sehr signifikanter Anteil. Frau Herrlitschka hat es angesprochen, wie viel da verloren geht. Man muss sich das vor Augen halten, diese Rechenzentren werden versorgt aus dem öffentlichen Netz mit 30.000 Volt oder zwischen 10 und 30.000 Volt. Die CPU, die Recheneinheit selber im Rechenzentrum, operiert mit weniger als 10 Volt Gleichspannung. Dazwischen liegt jede Menge an Umformtechnik, an Transformationen, die natürlich sehr verlustreich sind. Und allein in der Wirkkette sprechen wir hier wahrscheinlich von einem Verlust von ca. 20-30%, was an Energie nur in Wärme umgewandelt wird, die nicht nutzbar ist. Und hier gibt es natürlich aus Seiten der Leistungselektronik ein erhebliches Verbesserungspotenzial, dem auch entgegenzuwirken. Auf technologischer Seite müssen leistungselektronische Systeme der Zukunft noch effizienter werden, kompakter werden, leichter werden, speziell im Bereich der Elektromobilität. Wie erreicht man das? Durch sehr schnelles Schalten der Halbleiterbauelemente. Hier kommen Bauelemente Siliziumcarbid, Galliumnitrid zu tragen. Die Temperaturbeständigkeit der Bauteile muss verbessert werden. Der Aufbau- und Verbindungstechnik muss improvisiert werden. Das Kühlsystem muss überdacht werden. Bauteilkühlungen müssen besser ausgeführt werden. Die Wärmeabfuhr muss verbessert werden. Neue Integrationstechnologien müssen überlegt werden. Das sind so technologische Herausforderungen, die wir uns zukünftig dann auch stellen müssen. Leistungselektronische Systeme müssen zukünftig auch ein höheres Maß an Zuverlässigkeit noch aufweisen. Gleichzeitig der Ressourcenaufwand muss reduziert werden. Ressourcenaufwandreduzierung heißt natürlich höhere Nachhaltigkeit, heißt aber auch Reduzierung der Kosten. Leistungselektronische Systeme werden heute schon, aber zukünftig noch viel stärker auch auf der virtuellen Welt designt werden, also immer ganzheitlichere, multiphysikalische, realitätsnahe Simulationsansätze müssen gefunden werden, geschaffen werden. Das ermöglicht zum einen natürlich kürzere Entwicklungszeiten, auf der anderen Seite Optimierungsmaßnahmen, wie wir bereits in der virtuellen Welt treffen können, Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich vielleicht Dichte, also Volumen, Effizienz, auch Kosten, alles diese Dinge können auf der virtuellen Welt bereits geschehen. Die Leistungselektronik ist für mich ein sehr interdisziplinäres und multidisziplinäre Fachrichtung und demnach sind in diesem Bereich auch Fachkräfte mit unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Background auch notwendig. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass Kärnten da und die Fachhochschule Kärnten im Speziellen da diesen Ausbildungsschwerpunkt gewählt hat, weil ich auch seitens Silicon Austria Labs tagtäglich bemerke, dass die Fachkräfte speziell in Leistungselektronik Mangelware sind. Und dieser Schwerpunkt in Österreich derzeit noch nicht, dieser Ausbildungsschwerpunkt in Österreich derzeit noch nicht so ausgeprägt ist, wie er sich verdient und wie er auch gebraucht wird. Abschließend vielleicht auch von meiner Seite, es wurde auch schon gesagt, wir sollen weiterhin gemeinsam, und das ist auch ein Auftrag an die Silicon Austria Labs, am Ausbau eines Ökosystems weiterarbeiten und den Erhalt sicherstellen, die Kombination aus Forschung, Lehre und Industrie. Dadurch bringen wir Wertschöpfung für Kärnten, für Österreich, für Europa und sind gemeinsam auch sehr stark unseren internationalen Konkurrenten gegenüber, was auch zukünftig sehr wichtig ist und daran sollen wir auch weiter arbeiten. In diesem Sinne, lieber Michael, alles Gute für die nächsten Monate, für die Implementierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und lieber Rektor Kranig, ich gebe das Wort zurück an Sie. Ja, danke, Herr Krall, für den interessanten Impuls.
Ich darf an dieser Stelle Ihnen allen für die Impulse zu diesem zukunftsweisenden, faszinierenden Bildungsangebot danken. Und wir sehen jetzt technisch die Möglichkeit vor für Fragen von den Kolleginnen aus dem Medienbereich. Ich darf organisatorisch bei der Tanja Schwab rückfragen, die Fragen im Chat gesammelt hat. Sind Fragen eingetreten? Sind Fragen vorhanden? Ich sehe bei mir keine im Live-Chat, ist im YouTube-Channel. Sind dort Fragen aufgetreten, eingegangen? Auf YouTube keine Fragen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wurde sehr klar alles dargestellt, da die Zukunftsperspektiven ganz toll aufgezeigt. Dann darf ich an dieser Stelle mich zunächst einmal bei allen Partnern, bei allen Bildungspartnern bedanken für aus Industrie, aus Forschung, Land Kärnten, Stadt Villach, dass es uns gemeinsam gelungen ist, so weit in die Zukunft zu schauen und gemeinsam so ein faszinierendes Bildungsangebot einfach aufzustellen. Ich freue mich schon sehr auf den Start im Herbst, die Teilnehmer persönlich begrüßen zu können. Und ja, ich danke Ihnen allen für die Teilnahme an der heutigen Pressekonferenz, für das Interesse. Und wir freuen uns über natürlich über tolle Berichterstattung. Danke Ihnen und wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank und auf Wiedersehen.